Wir kommen zu Kampf Nummer 7, unserem zweiten Halbschwergewichtskampf. In der roten Ecke für Niedersachsen steht Jason Quenzer. Er boxt heute gegen Kevin Debra aus Berlin. Dritter Mann im Ring ist Erik Zimmer. Rückfrei Runde 1. Jason Quenzer ist 20 Jahre alt und startet für den Landesverband in Niedersachsen. Sein Heimatverein ist der VfB Oldenburg. Jason bestritt bisher 44 Kämpfe, wovon er 22 gewann. Er ist der amtierende Niedersachsenmeister im Jahr 2013, also ich habe es gesagt, amtieren. Ein Jahr zuvor wurde er ebenfalls Erster. Betreut wird er heute von David Hopstock und Alexei Schmidt. Was?
Das ist der Boxer in der Belaunek, ist 20 Jahre alt und startet für den Landesverband Berlin. Sein Heimatverein ist der Boxing Eintracht Berlin. Der Kevin bestritt bisher 56 Kämpfe. 2008 wurde er auf der Deutschen Meisterschaft Dritter. Er ist der amtierende Berliner Meister. Heute wird er von Ralf Dickert und Andrew Coleman betreut.
Kein Kaffee. Kein Kaffee? Ich krieg zu schnell Durchfall. Ja. Wasser? Aber von dir will ich gar nicht haben, wenn du weißt, wer das sonst geben sollte. Ich gehöre doch nicht. Aber dann ist es aber eine Meisterschaft. Dann kannst du mir eine Spreit oder sowas. Ich komme mir eine Spreit. Kommen wir zur Urteilsverkündung. Drei Zuhörpunktsieger, also einstimmig, wurde die blaue Ecke Kevin Depper. Meine Damen und Herren, es ist angerichtet. Unter diesem Motto haben wir ein Buffet vorbereitet ab 12 Uhr.